Hallo und willkommen! Ihr seid auf meinem Kanal Darinas Deutsch. In einem Kommentar wurde ich gebeten, den Unterschied zwischen zwei Wörtern die Art und die Sorte zu erklären. Und heute kommt ein Video dazu. Arten sind von Natur aus vorhanden und werden von Menschen in unterschiedliche Gattungen, Klassifikationen unterteilt. Zum Beispiel, es gibt Baumarten oder Pflanzenarten. Sehr oft kann man Bezeichnungen von Baumarten oder Pflanzenarten in der Biologie finden. Ich habe für euch eine kurze Liste von einigen Baumarten und Pflanzenarten vorbereitet. Zu den Arten gehören auch Tierarten. Es sind also Klassen, Klassifikationen oder Gattungen von Tieren. Zum Beispiel, es gibt Säugetiere oder Fische oder Vögel. Die Wort Art bezieht sich auch auf die Art und Weise, wie man etwas macht. Zum Beispiel, man sagt Kunstarten. Rokoko, Barock, Klassizismus. Es sind also Art und Weisen oder Wege, wie man bestimmte Kunst macht. Zu dieser Bedeutung gehören auch solche Wörter wie Sportarten oder Sprecharten. Es sind also Art und Weisen, wie man Sport macht oder wie man spricht. Das Wort die Sorte bezieht sich auf etwas, was vom Menschen gemacht wurde oder gezüchtet. Zum Beispiel, es gibt Gemüsesorten oder Obstsorten. Zum Beispiel das Wort Gemüsesorte steht für eine kultivierte Sorte, die aus derselben Pflanzenart kommt. Als Beispiel gibt es unterschiedliche Kohlsorten, zum Beispiel Rotkohl oder Blumenkohl. Hierzu gehören auch Apfelsorten oder Kaffeesorten. Das Wort Sorte bedeutet unterschiedliche Typen von einer Klasse, zum Beispiel Eissorten. Man sagt in einer Eisdiele, wir haben unterschiedliche Eissorten, Schokolade, Vanille oder Erdbeer. Im Allgemeinen kann man auch sagen, dass die Sorte ein Typ innerhalb von einer Klasse ist, während die Art eine Verhaltensweise oder Art und Weise ist, eine Aktion, wie man etwas macht. Zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Kaffeesorten, aber es gibt unterschiedliche Arten, wie man diesen Kaffee macht. Vergesst auch nicht, dieses Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich auch auf eure Kommentare, Likes und Ideen, was ihr noch auf meinem Kanal gerne sehen wollt. Und für heute sage ich euch Tschüss!